Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Flex Calisthenics. Mein Name ist Felix und ich möchte mit dir heute über ein kritisches Thema sprechen, sage ich mal. Ja, weil wir haben extrem viel Kontakt mit Leuten, die sich bei uns melden. Instagram-Messages, Facebook-Nachrichten in unserer Facebook-Gruppe. Und da haben wir ein krasses Muster eigentlich herauserkannt. Und zwar gibt es eine Sorte von Menschen, die immer nach einem Tipp fragen. Und zwar immer nur nach genau einem Tipp oder zwei Tipps. Hast du mir mal einen Tipp, einen Muscle-Up zu erlernen? Hast du mir einen Tipp für meinen Klimmzug? Wie kann ich mehr Klimmzüge schaffen? Und so weiter. Das sind grundsätzlich, sind das auf jeden Fall berechtigte Fragen. Aber das Problem ist, wenn man sich mit der Materie wirklich auskennt, dass es nicht mit einem Tipp getan ist. Ja? Klar kann ich dir einen Tipp geben, aber das Problem ist, dass mit einem Tipp kann ich dir nicht weiterhelfen, sondern meistens hängen da mehrere Sachen mit dabei. Zwar, dass du erstmal dein komplettes Training, müsste man sich mal anschauen, ob das Ganze überhaupt sinnvoll ist, was du da betreibst. Dann müsste man sich die verschiedenen Ausführungen von dir erstmal anschauen. Wie schläfst du, wie ernährst du dich, wie ist deine Regeneration? Kann das ein Problem sein, weshalb du aktuell nicht weiterkommst? Ja? Ebenfalls ein Thema. Und dann auf jeden Fall, wie lange trainierst du schon? Und man muss sich da, sag ich mal, auch deinen kompletten Bewegungsapparat mal anschauen. Hast du Mobilitätsprobleme? Ja, nein. Müssen wir daran? Zum Beispiel ist es beim Handstand eher eine Mobility-Sache? Ist es ein Kraftthema? Ist es ein Ansteuerungstechnik-Thema? Und so kann man das Ganze wirklich auf jeden einzelnen Skill herunterbrechen. Wie du schon merkst, es ist nicht ganz so einfach, wie du dir vielleicht denkst, weil der kann es ja und dann gibt er mir einen Tipp, ja, und dann kriege ich es bestimmt auch hin. Ja? Und ich brauche nur einen Tipp und dann komme ich alleine wieder zurecht. Allein diese Frage zeigt mir einfach, dass du wahrscheinlich nicht so viel Ahnung hast von der ganzen Materie, weil sonst würdest du nämlich dir wirklich aktiv nach Hilfe suchen und Hilfe auch vor allem in Kauf nehmen, weil da muss man einfach sagen, wie gesagt, mit einem Tipp ist dir nicht geholfen, zumindest nicht langfristig. Du solltest eher darauf achten, mal, wie schaut mein Training aus? Kriege ich das hin, dass ich einen roten Faden in meinem Training habe? Schau mich selber bei der Übungsausführung an und frag dann, wenn dann, sehr, sehr, sehr spezifisch, ja, dann kann ich dir vielleicht auch einen Tipp geben. Aber meistens geht es immer einher, auch mit einem Video anschauen oder dich in Live begutachten, wie du das Ganze ausführst, um dir dann ganz, ganz, ganz spezifisch auch da einen Tipp zu geben. Dann macht das Ganze schon Sinn. Aber so allgemein, hast du mir einen Tipp, wie ich mehr Klimmzüge schaffe? Natürlich habe ich aber 1000 Tipps, wie ich dir da helfen kann. Die Frage ist nur, welcher Tipp bzw. welches System funktioniert für dich, damit du auch wirklich besser wirst. Das ist nämlich die große Frage. Und da ist, sag ich mal, ganz klar auch, dass du bitte, wenn du so eine Person bist und irgendwo nach Tipps fragst, dann bitte lass es gut sein, such dir professionelle Hilfe und gib da Gas, dann kommst du auch weiter, weil dann lernst du mal, wie komplex das Thema eigentlich ist, weil wir betreuen sehr, 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 sehr viele Leute und keiner trainiert nach dem gleichen Trainingsplan. Ja? Das bedeutet, wir schauen uns jede einzelne Person an und müssen dann entscheiden, was ist für Person X, zum Beispiel die Kata, was ist für die Kata gut, um für die Kata ein gutes Training zu, und um ihre Ziele zu erreichen und das Training perfekt an sie anzupassen. Und was ist für den Dominik gut, der komplett andere Voraussetzungen hat, komplett andere Hebel hat und was muss man bei ihm machen, um das Training perfekt in seinen Alltag anzupassen, ja.
Ja, der Dominik, der trainiert dreimal die Woche und die Katha, die trainiert vielleicht fünfmal die Woche und dementsprechend muss das Ganze auch komplett unterschiedlich aussehen, ja. Und ich kann beiden einen Tipp geben, aber vielleicht funktioniert er bei keinem einzigen, weil niemand die Möglichkeit hat, das so wirklich auch umzusetzen, ja. Und dementsprechend soll dieses Video dir jetzt einfach nur mal sagen, dass es nicht so einfach ist, wirklich etwas zu lernen, ja. Wenn es so einfach ist, einen Frontlever, einen Backlever, einen Handstand zu lernen, dann würden es schon viel, viel, viel mehr Leute können und du würdest gar nicht erst nach Tipps fragen. Wenn du wirklich einen Tipp haben möchtest, ja, dann zeigt es mir einfach, dass du aktuell an einem Punkt bist, an dem du nicht weiter weißt, dass du nicht zufrieden bist mit deinem Fortschritt, dass du nicht weißt, wie du trainieren sollst und dementsprechend komplett verunsichert bist und eigentlich Hilfe brauchst. Und dementsprechend, wenn du wirklich einen Tipp haben möchtest, dann trag dir einen Termin ein für ein Gespräch bei uns unter www.flex-calisthenics.com. Dann schauen wir uns auch mal, dann nehmen wir uns auch mal die Zeit für dich, schauen uns dein komplettes Training an, du bringst auch mal ein, zwei Übungsvideos von dir mit, damit wir das Ganze auch mal analysieren können. Und dann haben wir genügend Tipps für dich in unserem Petto, damit wir dich wirklich weiterhelfen können, damit wir den roten Faden in dein Training implementieren können und du wirklich im Training stehst, keine Fragen mehr hast und dich einfach zu 100% auf dein Training konzentrieren kannst, weil du, naja, die Thematik Trainingsplanung, Übungsausführung, Technik, Training einfach Profis überlassen kannst, weil das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Also, trag dir jetzt deinen Termin ein und dann bekommst du extrem viele Tipps von uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Dein Felix. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mach's gut. Ciao.